Mit Spielbeginn ist das Feuer am Dach bei Rapid nach der Affäre Peter Stöger erloschen. Denn Ernst Dokupil hat seine Mannschaft, die vom sportlichen Direktor von Lazio Rom beobachtet wird, sehr offensiv eingestellt. Sehr viel Laufarbeit, sehr viel Vorchecking auf dem glatten, seifigen Boden, bedingt durch den Dauerregen im Hanapi-Stadion. Ipua, die erste Möglichkeit und gerettet vom Pfeffer. Semi Ipua gestern noch im Wembley-Stadion im Einsatz. Die Austria eher vorsichtig, auch in der Aufstellung, aber ein guter Pass von Leitner für Schimon. Große Möglichkeit aus diesem Konter für Austria Memphis. Er hatte diesmal ein gutes Gefühl, nämlich Trainer Wolfgang Frank. Aber Rapid ist gefährlicher. Prosenik, guter Haken. Ipua, Knaller, kurze Abwehr. Pürk und 1:0 für Rapid in der 13. Minute. 1:0 für Rapid aus einem schwierigen Winkel hat Pürk getroffen. Und er hat seine fußballerische Ausbildung ja bei der Austria genossen. Wir sehen sie noch einmal. Ipua, kurze Abwehr von Torhüter Knaller und ins kurze Eck gesetzt hat Pürk den Ball. Begeisterung bei den Rapid-Anhängern. Dann diese Attacke von Ipua gegen Ivanov. Dafür gibt es nicht einmal Gelb. Und die nächste Aktion von Ipua für diesen Kopfball aus den Händen von Torhüter Knaller gibt es jetzt die gelbe Karte für den Rapid-Stürmer. Wieder Ipua, dann Vettel. Großartiger Pass. Wieder Ipua. Und das wollte er zu elegant machen. Aber er zeigt in dieser Szene, wie wichtig er für das Spiel der Hütteldorfer ist. Kein Grund zum Nasenrümpfen, denn Rapid ist die stärkere Mannschaft. Wagner, ganz große Möglichkeit, noch vor der Pause auf 2:0 zu erhöhen. Auch er hat ja seine fußballerische Ausbildung bei der Austria gehabt. Pausenstand also 1:0 für Rapid. Nach dem Seitenwechsel die Austria etwas stärker, Schießwald. Und er trifft bei diesem Mittelding zwischen Flanke und Schuss nur die Latte. Wagner. Die Austria jetzt mehr um das Spiel bemüht, daher viel Platz für Rapid. Ipua mittlerweile aus dem Spiel und durch Penksai ersetzt. Kopfball stopp. Penksai erfasst die Situation am besten und 2:0 in der 80. Minute für Rapid. Jerkan, weiter Abschlag. Stumpf gewinnt den Zweikampf mit Pfeffer und Penksai vollendet zum 2:0. Die Austria kann also gegen Rapid nicht gewinnen und erzielt abermals kein Tor. In der Tabelle bleibt sie hinter dem LASK und vor Rapid an vierter Stelle. Sieg und auch torlos. Auf dem regennassen Boden lässt Rapid schon nach 13 Minuten 13.500 Fans jubeln. 1:0 durch Pürk nach dieser zu kurzen Abwehr von Torhüter Knaller. Ein schönes Tor von Pürk aus schwierigen Winkel. Eingeleitet von einem früheren Austrianer, nämlich von Prosenik, und vollendet von einem aus der Austria-Schule, nämlich von Markus Pürk. Rapid hat sich damit eine sehr gute Ausgangsposition in diesem Spiel geschaffen. Es war ein hochkonzentriertes Spiel. Es war ein Spiel, bei dem sehr viel Taktik dabei war. Es war ein Spiel, dass wir allerdings auch klar beherrscht haben, dass wir jederzeit unter Kontrolle hatten. Und mich freut die geschlossene Mannschaftsleistung. Nur ganz selten geraten die Hütteldorfer in Bedrängnis, wie bei diesem Schuss von Schießwald. Doch das ist zu wenig, um endlich wieder ein Tor gegen Rapid zu erzielen.
Wo lag der Unterschied zwischen Austria und Rapid? Ja, der Unterschied, ich kann nur für meine Mannschaft sprechen, dass wir den Gegner keine Torschance gelassen haben und Austria musste doch einige zulassen. Phasenweise haben wir ganz gut gespielt und auch druckvoll gespielt, aber im Strafraum war es dann meistens zu Ende und deshalb hat auch Rapid verdient gewonnen. Untermauert wird dieser Erfolg der Hütteldorfer in der 80. Minute. Freistoß Jerkan, Kopfball stumpf und 2:0 durch Benksa, der Ipua ersetzt hatte. Wie so oft in diesem Spiel reagiert Rapid schneller und spielt druckvoller. Und keiner redet mehr vom fehlenden Peter Stöger. Die Austria jedenfalls, so scheint's, kann gegen Rapid nicht mehr gewinnen. Ja, kann nicht einmal mehr ein Tor gegen die Hütteldorfer erzielen. Herr Wagner, die Frage andersrum, warum kann die Austria gegen Rapid nicht mehr gewinnen? Ich glaube, da bin ich die falsche Person. Da müssen es einfach die Spieler von der Austria fragen. Aber ich denke, wir sind hier in Hütteldorf sicherlich eine starke Mannschaft und ich denke, da kann man ruhig verlieren. Also das ist kein Schand. Erfreulich bei der Bilanz dieses Davis, es gibt keine rote Karte, obwohl Ipua nach dieser Attacke an Ivanov gelb verdient hätte. Hier sieht Ipua gelb nach dieser Aktion gegen Knaller, aber er zeigt auch seine fußballerischen Vorzüge bei dieser Aktion mit Vettel. Nur beim Torschuss hapert's dann.